Hallo und willkommen. Hier ist wieder Martin, dein Gesundheitscoach und Ernährungsberater. Der Fettanbau an sich ist ja eine reine Wissenschaft der Zahlen. Denn letztendlich geht es um eine Formel und das ist die Formel der Kalorienbilanz. Denn unser Körper braucht ja Energie, um zu überleben. Und diese Energie nehmen wir in Form von Nahrung auf und messen letztendlich diese Energie in Form von Kalorien. Also wie viel Kalorien verbrauchst du über den Tag? Und wie viele Kalorien nimmst du am Tag auf in Form von Nahrung? Und führst du letztendlich mehr Kalorien zu dir, als du verbrauchst über den Tag, dann nimmst du zu. Führst du aber weniger Kalorien zu dir, als du über den Tag verbrauchst, dann nimmst du ab. Und genau dieses Defizit gleicht der Körper in Form von Fettreserven aus. Und das ist einfach auch das wichtigste Gesetz, wenn es darum geht, Fett zu verlieren. Aber die Frage ist doch, mit welchem Defizit nimmst du letztendlich denn am besten ab und erreichst am schnellsten dein Wunschgewicht? Und genau das wollen wir heute einmal klären und ich möchte dir heute genau das auch an die Hand geben, in welchem Bereich du dich bewegen solltest, wenn du wirklich sehr effektiv und schnell dein Körperfett reduzieren möchtest. Zum Anfang erstmal, damit du eine Orientierung bekommst. Um ein Kilo Fett zu verlieren, musst du 7000 Kalorien verbrennen. Das ist so ein Richtwert, den es da auf jeden Fall gibt. Und der hilft uns auf jeden Fall auch, das richtige Kaloriendefizit für dich zu wählen. Hier ist es natürlich sinnvoll, diese 7000 Kalorien, wenn du die verbrennst, aufzuteilen auf die Woche. Und das kannst du komplett auch für dich entscheiden, so wie es für dich am besten ist und natürlich auch, wie schnell du dein Wunschgewicht erreichen willst. Aber da gibt es auch Sachen, auf die du achten solltest. Aber darauf gehen wir auf jeden Fall auch noch ein. Also gehen wir einfach davon aus, um ein Kilo Fett zu verlieren, muss ich 7000 Kalorien verbrennen. Und wir teilen das jetzt mal auf eine Woche. Das heißt, nehmen wir ein Kaloriendefizit pro Tag von 500 Kalorien, dann verbrennst du in den 7 Tagen der Woche 3500 Kalorien. Also folglich genau ein halbes Kilo Fett. Würdest du dein Kaloriendefizit am Tag auf 1000 setzen, dann würdest du in 7 Tagen 7000 Kalorien verbrennen, ergo würdest du in einer Woche 1 Kilo verlieren. Soweit ist ja erstmal klar. Und ich denke mal, natürlich möchtest du, wenn du abnehmen willst, so schnell wie möglich abnehmen und würdest wahrscheinlich eher dahin tendieren, das 1000 Kaloriendefizit zu wählen. Da gibt es aber ein paar Sachen, die man beachten sollte und das ist letztendlich eine Range, die ich ja gerade gegeben habe. Die Empfehlung liegt dabei zwischen 10-30% des Gesamtumsatzes. Also das heißt, wenn du über den Tag 2200 Kalorien verbrennst, dann liegen diese 10-30% deines Gesamtumsatzes sogar bei knapp 220-660 Kalorien Defizit, die empfohlen werden und die du für dich auch sehr gut umsetzen kannst. Wie du letztendlich auch deinen Kalorienverbrauch berechnest, dafür habe ich dir unten in der Beschreibung auch nochmal etwas verlinkt, wo du es einfach mal nachrechnen kannst, damit du ganz schnell für dich auch Klarheit hast, wenn du das Video geschaut hast. Da kannst du dann einfach mal deine Daten eingeben, deinen Tagesverbrauch ausrechnen. Wichtig auch hier, das ist eine reine Schätzung. Niemand kann seinen Kalorienverbrauch oder Kalorienbedarf zu 100% genau berechnen. Das ist immer eine Tendenz, damit du weißt, in welche Richtung es geht. Und wenn du das dann letztendlich ausgerechnet hast, dann darfst du für dich gerne mal die 10-30% ausrechnen und dann siehst du schon, wo für dich der richtige, ich sag mal, Sweet Spot liegt, wo du dein Kaloriendefizit planen darfst. Und natürlich, je höher das Defizit, umso schneller nimmst du auch ab. Aber gerade Frauen sollten darauf achten, das Kaloriendefizit auch nicht zu hoch anzusetzen. Denn ist das Kaloriendefizit zu hoch, also wir gehen mal von diesen 1000 Kalorien aus, dann hat das einen extremen Einfluss auf den Hormonhaushalt und letztendlich auch auf die Periode. Denn dieses hormonelle Ungleichgewicht hat extrem negative Einflüsse, zum Beispiel auch auf die Gesundheit der Knochen und auch der Knochendichte selbst. Und dadurch, dass man letztendlich auch so ein hohes Kaloriendefizit fährt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass man alle wichtigen Nährstoffe nicht genügend aufnimmt oder sogar einige gar nicht aufnimmt. Und durch diesen Mangel kann letztendlich auch der Stoffwechsel Schaden nehmen und der Stoffwechsel kann dadurch natürlich auch langsamer werden und du nimmst nicht mehr so effizient ab. Genauso können dadurch auch Schlafstörungen und Depressionen entstehen und natürlich auch Osteoporose und Herz-Kreislauf leiden.
Ja, da haben wir es ja gerade schon gehabt, gerade bei Frauen ganz, ganz wichtig. Wenn das Kaloriendefizit zu hoch ist, gibt es einen Einfluss auf den Hormonhaushalt. Das hat wieder Einfluss auf die Knochendichte. Endeffekt wäre eine Osteoporose, also eine gewisse Knochenbrüchigkeit, die dann auftritt. Und gerade Frauen können daran erkranken. Ein anderer Nachteil von einem viel zu hohen Kaloriendefizit, also wir reden wieder von den 1000 über längere Zeit, dass du dadurch auch Muskelmasse verlieren kannst. Denn Muskeln sind für den Körper reiner Luxus und kosten dem Körper auch viel Energie in Form von Kalorien. Und hat dein Körper letztendlich auch keinen Grund, diese Muskelmasse zu halten, dann wird sie einfach umgewandelt in Energie, damit du letztendlich auch überlebst. Und durch dieses hohe Defizit ist die Wahrscheinlichkeit auch sehr hoch, dass dein Körper mehr auf Muskelmasse zurückgreift. Und gleichzeitig nimmst du natürlich auch, wie gerade schon besprochen, durch das sehr hohe Kaloriendefizit weniger Nährstoff auf und dadurch ist auch die Eiweißaufnahme viel weniger. Wichtig hierbei, die Eiweißaufnahme ist sehr, sehr wichtig, denn es ist ein gewisser Muskelschutz, damit der Muskel weiterhin, ich sag mal, versorgt bleibt und der Körper nicht den Anlass hat, an die Muskulatur ranzugehen. Und natürlich auch der Punkt Muskelschutz ist Training. Also rede ich jetzt nicht von Cardiotraining, sondern von Krafttraining. Denn du musst deinen Körper gerade in einer Abnehmphase signalisieren, pass auf, ich brauche die Muskeln. Und das simulierst du durch das Krafttraining. Also auch wirklich hier nicht nur ein bisschen, so 10 Wiederholungen und sagen, ja, war ganz nett, sondern halt wirklich intensives Krafttraining, sodass der Körper auch weiß, okay, ich muss diese Muskulatur halten, denn sie ist wichtig für mein Überleben. Und genauso auch die Eiweißzufuhr als Muskelschutz, sozusagen der Nährstoff, der Muskeln. Ja, denn generell Muskeln sind extrem wichtig. Nicht nur optisch, dass du gut aussiehst, dass du definiert aussiehst, sondern es erhöht letztendlich auch deinen Kalorienverbrauch. Und da geht es halt wirklich darum, dein Grundumsatz wird dadurch erhöht. Je mehr Muskulatur du hast, umso mehr Kalorien verbrennst du, ohne dass du irgendetwas tust. Also sozusagen deine Aktivitätskalorien, wenn du Alltagsaktivitäten nachgehst, wenn du Sport machst, das kommt alles nach oben drauf. Aber dein Grundumsatz, was du jeden Tag verbrauchst, das steigt natürlich, je mehr Muskulatur du hast, bedeutet auch, denn das Abnehmen wird viel, viel leichter. Der Stoffwechsel ist viel aktiver, je mehr Muskelmasse man hat, je mehr man auch trainiert, also die Muskeln sozusagen dann auch fordert. Und natürlich auch, dass dein Grundumsatz viel höher liegt. Gleichzeitig ist natürlich auch deine Leistungsfähigkeit viel höher. Wenn du natürlich auch Krafttraining machst und deine Muskulatur schützt. Deswegen ist es auch super wichtig, alles zu tun, um die Muskeln zu halten und letztendlich auch aufzubauen. Und gerade am Anfang, wenn du vorher noch nicht so viel Sport gemacht hast oder zumindest noch nicht so intensiv, ist es durchaus möglich, und das sehe ich auch immer wieder bei den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, dass sie Fett verlieren und gleichzeitig Muskeln aufbauen. Das geht. Gerade am Anfang, wenn man natürlich schon längere Zeit dabei ist, geht das nicht mehr so genau, dann würde der Muskelaufbau eher stagnieren. Aber gerade zu Beginn, gute Nachrichten, beides funktioniert zu Beginn sehr gut. Und deswegen ist auch ein moderates Kaloriendefizit von 10-30% des Kalorienumsatzes pro Tag, was du hast, sehr, sehr sinnvoll, denn du gehst all den ganzen Schwierigkeiten und Problemen aus dem Weg. Du kannst mehr essen, du bist leistungsfähiger, verfällst auch nicht in die Situation, dass du es nicht komplett umsetzen kannst, dass es nicht alltagstauglich ist. Also auch hier beweg dich zwischen den 10-30% und so kannst du halt wirklich sehr gut auch abnehmen. Es fällt dir nicht so schwer. Und der andere Punkt ist, wenn du natürlich im Kaloriendefizit bist, dann solltest du so 1,5 bis 2 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht aufnehmen. Wie gesagt, der Muskelschutz, was ich schon erwähnt hatte. Und genauso ist auch wichtig, ein Krafttraining zu machen. Also nicht nur an die Männer da draußen, sondern auch die Frauen. Ja, wenn du als Frau gerade zuguckst, Krafttraining ist wichtig. Es formt deinen Körper, es gibt dir genau die Definition, die du haben möchtest, indem du dein Körperfett reduzierst, Muskeln aufbaust. Und du kannst halt nicht aussehen wie trainierte Männer, auch wenn du noch so hart trainierst. Also da keine Angst. Es ist unheimlich wichtig, als Frau auch Krafttraining zu machen, gerade auch um die Knochendichte weiter aufzubauen, Osteoporose vorzubeugen. Also da gibt es viele Aspekte, aber da gehe ich nochmal separat in einem anderen Video direkt darauf ein, wie man als Frau am besten abnimmt. Und dann sag mir gerne mal deine Erfahrungen. Welchen Kaloriendefizit hast du bisher immer genutzt für dich? Was hat funktioniert? Was funktioniert vielleicht für dich nicht?
Und ist es vielleicht gerade bei dir so, dass du mit deinem Gewicht stagnierst, obwohl du im Kaloriendefizit bist? Dann schreib mir das gerne mal unten in die Kommentare. Ich gebe dir gerne mal eine Antwort, gebe dir auch mal einen kleinen Input. Dann bedanke ich mich für deine Aufmerksamkeit und wir sehen uns natürlich im nächsten Video. Mach's gut!